Hallo, ich möchte euch ein Buch vorstellen von Richard Layman. Oh Gott, das Spiel ist im Heine Hardcore Verlag erschienen. Hat fast 500 Seiten, 493, und ist ein Thriller. Also hier steht ebenfalls Roman drauf, aber ist ein absoluter Psycho-Thriller, kann man schon sagen. Hat mich total gefesselt. Ich kann ja mal den Klappentext vorlesen. Eines Tages erhält die junge Bibliothekarin Jane Carey einen Umschlag mit einem 50-Dollar-Schein und der Aufforderung, sich an einem ominösen Spiel zu beteiligen. Wenn sie jeweils um Mitternacht eine bestimmte Aufgabe löst, dann verdoppelt sich ihre Belohnung. Sie macht mit. Die ersten Aufgaben sind noch leicht, doch sie werden härter, bis es für Jane kein Zurück mehr gibt. Das Spiel artet zu reinstem Terror aus. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Also, das Buch ist total klasse geschrieben. Der Autor schreibt ziemlich brutal und, sagen wir mal, er schreckt auch nicht vor erotischen Sachen ab. Also er schreibt nicht nur von Morden und Blut, sondern schreibt auch sehr erotisch. Das Buch ist richtig spannend. Man möchte es gar nicht mehr aus der Hand legen, wenn sie ihren ersten Umschlag findet. Man möchte sofort wissen, was da drin steht, was die Aufgabe ist, wie sie es löst, was für Aufgaben noch gemacht, also im ihr noch geben werden. Toll, einfach toll. Das Ende ist ein bisschen kurios. Da weiß ich nicht so ganz, was ich von halten soll, aber das muss ja jeder selber wissen. Hat dem Buch aber nicht geschadet. Also ich fand es trotzdem echt einfach klasse. Das Cover sieht auch richtig schön aus. Ja, das war's. Bis dann. Tschüss.